herzlich willkommen hier bei uns zu dem kleinen Vortrag zum Thema InnoJourney, wie wir Unternehmen bei Innovationsprozessen begleiten. Das Thema Innovation, wenn man das Ganze ein bisschen größer einordnet, was gerade so in der Marktforschung geschieht, glaube ich, dass wir drei Herausforderungen haben oder drei Dinge, die wir beachten müssen, wenn wir auch weiterhin zukunfts- und konkurrenzfähig sein wollen. Das eine ist, dass wir unsere Prozesse, die Abläufe automatisieren und standardisieren müssen. Das ist das Thema Schnelligkeit. Da geht es auch darum, dass wir als Ad-Hoc-Marktforscher so ein bisschen gegen die Marktforschungs-Do-It-Yourself-Plattform antreten müssen. Das ganze Thema Agilität ist natürlich in allen Produkten, bei allen Projekten immer mit im Fokus. Und der dritte Punkt, und darum geht es heute so ein bisschen, ist das Thema Kollaboration. Dass wir einfach mal links und rechts schauen, was machen die anderen Disziplinen, welche Möglichkeiten haben wir vielleicht von denen was zu lernen, wo können wir was beitragen, wenn andere Unternehmen oder andere Disziplinen bestimmte Dinge tun, die artverwandt sind zu dem, was wir tun. Dazu gleich mehr. Beim Thema Innovation, Sie kennen das alles, es gibt unterschiedliche Zahlen, irgendwas zwischen 60% und 80% aller neu eingeführten Produkte floppen, und zwar in den ersten 3 Monaten. Das hat unterschiedliche Gründe, das liegt daran, dass man zu spät auf dem Markt ist, das Produkt ist vielleicht nicht gut genug, man hat vielleicht mit dem einen Produkt Erfolg, aber es kannibalisiert die anderen Produktlinien. Dann ist natürlich das Thema, dass man sich nicht vorher genau angeguckt hat, wie sieht der Markt überhaupt aus, welche Produkte gibt es, also fehlende Marktanalyse. Und im Kern ist es aber letzten Endes doch sehr oft fehlendes Verständnis über die Kundenbedürfnisse. Was wollen die überhaupt? Gerade bei technischen Produkten kommt man eher so vom German Engineering. Das ist so der Hintergrund. Anfang des Jahres hatte ich so einen kleinen Workshop auf dem Open Innovation Congress und wir haben vorher bei den Teilnehmern, haben wir mal so ein bisschen rumgefragt, wie in den Unternehmen, das war Mittelstand, das war Maschinenbau, aber auch Automobilhersteller, wie das Thema Innovation in den Unternehmen überhaupt gehandelt wird. Wir haben einmal gefragt, wie hoch ist denn der wahrgenommene Innovationsdruck? Und wie gesagt, das waren alles Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die haben natürlich ein Empfinden, dass der Innovationsdruck sehr hoch ist. Viel spannender ist die Frage, warum ist das denn so? Wo kommt denn dieser Innovationsdruck her? Und neben den üblichen Gründen, sowas wie Kostendruck, Globalisierung, Digitalisierung, andere Wettbewerber, war eigentlich der Haupt- und am häufigsten genannte Grund, dass sich einfach die Bedürfnisse und die Interessen der Konsumenten, der Verbraucher, der Abnehmer geändert haben. Und es ist halt wichtig, das zu verstehen, um Innovationen zu entwickeln. Was ich aber viel spannender fand, wir haben dann auch gefragt, wie läuft das denn bei euch im Unternehmen? Also einmal, wie werden Ideen generiert? Wie kommt ihr an neue Ideen? Und da hat ungefähr die Hälfte gesagt, ja, das ist bei uns total zufällig. Es gibt keine Strukturen dafür, es gibt niemanden, der dafür zuständig ist. Und nur die Hälfte hat gesagt, wir haben das relativ stark strukturiert und wir haben einen Verantwortlichen dafür. Hier auf der anderen Seite sehen Sie, dass was 70% gesagt haben, der Prozess, der uns zu einer Innovation führt, ist jedes Mal anders. Das heißt, jedes Mal wird quasi das Rad neu erfunden und in vielen Unternehmen gibt es einfach diese Strukturen nicht, diese Prozesse. Das war quasi der Hintergrund, dass wir nochmal geschaut haben, wie kann denn so eine Inno-Journey, ähnlich zur Customer-Journey, wie kann denn sowas aussehen? Und das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein starres Produkt oder kein Tool, sondern das ist eher so ein Framework, in dem wir uns befinden. Und wenn Sie sich mal die unterschiedlichen Stufen angucken, das ist so ein bisschen angelehnt den Design Sprints. Wir haben unterschiedliche Stufen, die fangen ganz vorne an. Man braucht erstmal ein Verständnis für das, was man tut. Man braucht ein internes Verständnis. Kann ich als Unternehmen überhaupt das, was ich gerne tun möchte, leisten? Dann die externe Perspektive, auf welchem Markt bin ich? Das ganze Thema Segmentierung, Marktanalyse, das findet so in der frühen Phase statt. In der zweiten Phase ist dann so die gestalterische Phase. Da geht es darum, dass Ideen erstmal generiert werden. Man hat eine sehr kreative Phase. Es geht darum, möglichst viele Ideen zu ermitteln und im zweiten Schritt, in der Konvergenzphase, werden diese Ideen dann wieder eingedampft auf die Erfolgversprechenden. Danach kommt dann das, was wir so klassisch machen in der Marktforschung, Ideen validieren, Konzepttests, dass man das Ganze, was aus der Kreativphase rauskam, nochmal überprüft. Im nächsten Schritt macht man da vielleicht einen Conjoint, wie ist der optimale Mix von Preis und Produkt. Und letzten Endes begleiten wir natürlich die Unternehmen auch noch bei der Markteinführung mit Kommunikationsanalysen und so weiter. Dieser Prozess, der sieht natürlich nur so linear aus. In weit ist das natürlich ein Hin- und Hergespringen. Man ist dann mal in der Phase, muss dann nochmal wieder einen Schritt zurück, weil die Idee dann doch nicht optimal ist. Das ist so sozusagen das Agile an diesem Prozess. Das Spannende dabei ist, dass wir so als Marktforscher immer denken, wir haben das alles erfunden. Das ist ja nicht neu, haben viele andere Institute in einer ähnlichen Art und Weise. Ich möchte mal kurz zeigen, dass auch
komplett andere Disziplin so etwas tun, was uns sowohl auf der einen Seite gefährdet, auf der anderen Seite aber auch Möglichkeiten bietet. Day One ist eine Designagentur aus Berlin. Die bauen echt auch, die drehen auch die großen Räder. Die arbeiten für die Deutsche Bahn, die arbeiten für Volkswagen, für TUI. Also die krebsen jetzt nicht an kleinen Apps herum, sondern die bauen Plattformen, die bauen Mobilitäts-Apps. Und als ich mich das erste Mal mit denen getroffen habe, haben die mir das gezeigt. Das ist quasi das, was bei denen die Innovation Journey ist. Das heißt nicht so, aber in vielen Schritten ist es genau das Gleiche. Man hat vorher erstmal das Ermitteln des Verständnisses, dann werden die Nutzer-Needs, dann werden Ideen generiert, dann geht das Ganze in UX, die machen ein Prototyping und letzten Endes gibt es sowas, was bei denen heißt der Real-World-Proof. Wenn man das sieht, könnte man sagen, wie kann so eine Digitalagentur, wie machen die das? Also sind die jetzt plötzlich auch Marktforscher, holen die sich da die Ideen? Die Antwort war, dass sie einiges tatsächlich mit Bordmitteln machen. Die machen so User-Interviews, die machen vor allen Dingen den Bereich natürlich, das ist deren Stärke, das Thema Prototyping und UX-Labs. Und wir sind dann irgendwann darauf gekommen, dass sie aber immer wieder an bestimmten Schritten das Problem haben, dass sie mit dem, was sie können und tun, nicht weiterkommen. Und deswegen suchen die Marktforschungspartner. An der Stelle kommen wir dann ins Spiel. Und in diesem Fall war es so, dass wir eine ganz konkrete Anfrage hatten. Es ging eben um eine Mobilitäts-App. Und die hatten in dieser frühen Phase bei den Nutzer-Needs und bei der Ideengenerierung, die hatten so eine Liste von 25 möglichen Features, die so eine App haben kann. Und die Problematik war, dass sie keine validen Instrumente hatten, um die auch tatsächlich valide zu testen. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch mal das in der Phase, wo es um die Ideen geht und vor allen Dingen diese Feature-Hypothesen oder die Feature-Demand-Tests und machen das mal mit echter Marktforschung. In dem Fall haben wir uns für den MaxDiff, Maximum Difference Scaling, entschieden, weil das ein Instrument ist, was sehr robust ist, was sehr schnell ist und vor allen Dingen sehr stark diskriminiert. Also wir haben, das ist ein Screenshot aus dem Fragebogen, wer das von Ihnen kennt, der Befragte bekommt immer 4 bis 6 unterschiedliche Produktfeatures, das sind jetzt nicht die aus dem Case, das sind andere, aber das ist das, was der Befragte quasi sieht. Und der Befragte muss jedes Mal, bei jeder Frage, muss er sagen, dieses Feature auf der Liste ist mir am allerwichtigsten und ein anderes ist mir am wenigsten wichtig. Diese Aufgabe machen wir 10, 12, 14 Mal, dass wir durchrotiert. Und das Schöne an diesem MaxDiff ist, dass man sehr robuste Ergebnisse erhält. Diese Ergebnisse diskriminieren sehr stark. Die ersetzen oft Rankings, weil bei Rankings oft eine relativ wenig unterscheidende Ergebnisstruktur rauskommt. Wir haben die Möglichkeit, dass man so die klassischen Effekte von sozialer Erwünschtheit, Halo-Effekte, dass man immer in die gleiche Richtung antwortet, haben wir mit diesem Instrument überwunden. Das Ganze ist kulturell übergreifend. Es ist für die Befragten sehr einfach und letzten Endes auch für die Auswerter relativ einfach. Was sie nämlich am Ende des Tages bekommen, und diese Designagentur, das sind nun mal keine Marktforscher, die wollen ein relativ klares Bild. Das Bild sieht am Ende so aus. Wie gesagt, das sind jetzt nicht die Ergebnisse aus dieser App, aber im Wesentlichen sah das auch so aus, dass man relativ klar, ohne dass man jetzt marktforscherische Expertise haben muss, relativ klar sagen kann, was sind denn die Killer-Features und was sind die Features, die vielleicht auf einer anderen Ebene nice to have sind, die aber für diese Entscheidung nicht in dem Ausmaß relevant sind. Und durch diese Kombination, dass diese Designagentur vieles selber macht mit Bordmitteln, dann aber immer wieder erkennt, dass sie mit dem, was sie tun, nicht weiterkommen, das ist eigentlich das, was ich ausdrücken wollte mit dem Thema Kollaboration. Wir können voneinander lernen. Nicht jeder, der was Ähnliches macht wie wir Marktforscher, ist automatisch ein Wettbewerber und tut uns weh und ist Konkurrenz für uns. Manchmal ist es auch Inspiration und manchmal ist es auch ganz schön zu sehen, wie machen das denn die anderen, vielleicht auch mal ein bisschen kleiner skaliert, so dass unterm Strich eigentlich mein Learning war, dass es war ein sehr schnelles Projekt. Wir hatten für die Feldarbeit und die Auswertung eine knappe Woche, weil diese Designagentur eben in diesen Design-Sprints arbeitet, sodass wir mit dieser High-Speed-Marktforschung, mit der Agilität und mit diesem Instrument, mit dem MaxDiff, genau die Ergebnisse liefern konnte, die diese Agentur brauchte, um mit dem Kunden in den nächsten Schritt zu gehen. Das in aller Kürze zu dem, was wir unter der InnoJourney verstehen, wie wir mit anderen Disziplinen kooperieren und was wir glauben, wie die Marktforschung der Zukunft aussieht. Dankeschön.